super sichere Elektrizität haben die hier. Wenn du Pech hast, fliegt dir so eine Stromleitung auf den Kopf. Reinstecken und dann kommt es oben wieder raus. So, wir probieren uns jetzt mal mit Skytrain fahren. Das ist ein bisschen kompliziert, hier nicht so leicht wie in New York oder London, weil hier die Linien irgendwie ein bisschen anders sind. Aber ich glaube, wir haben es langsam gecheckt, wie das funktioniert. Mal gucken. Und dann gucken, wir laufen heute einfach mal ein bisschen durch die Gegend, gucken uns alles an, weil Tag ist schon gelaufen. 3 Uhr, gerade nur einen Kaffee geholt und jetzt mal gucken, was es hier so gibt. Mal gucken, wann der Zug kommt und dann seid ihr dabei, wenn wir uns hier irgendwie durchschlagen. Hier herrscht auch noch Ordnung, wenn man Bahn fährt. Stellt sich jeder in eine Reihe an. Nicht so wie bei uns, wo sich alle drum kloppen, in die Busse und Züge zu kommen.
Sahne. Hier ein Abendessen. So geil. Richtig geil. Lass uns das schmecken. Gibt es 1 Million Restaurants und Bars und so Massagedinger und alles kostet echt nichts. Gerade für 1 Euro komplette Mahlzeit Nudeln gegessen, für unter 1 Euro, irgendwie 70 Cent oder so, richtig geil. Und ist einfach richtig cranky, kriegst du quasi alles auf einer Straße. Krass. Und dann hier, frisch gemacht, die braten ja alles vor deinen Augen zu, das ist richtig geil und hat irgendwie mega Style so. Teilweise Essen auf der Straße. Und ist richtig krass. Also ist auf jeden Fall geil. Zu krass. Hier bekommt man auch gefälschte Bahncard 100. No. Gefälschte Bahncard 100, gefälschte Führerscheine, gefälschte, einfach alles. Einfach alles gefälscht. Das ist richtig krass. Richtig krass. Aber geil. Jetzt kommt
komplett frisches Essen. Direkt zubereitet, wie man es haben will. Richtig geil, richtig geil. Gerade schon gegessen, mega lecker. Alles unter 1 Euro, alles. Ein komplettes Essen unter 1 Euro, das ist der Hammer. Und schmeckt mega geil. Was wir mittlerweile herausgefunden haben, ist BTS-Fahren doch nicht so schwer, eigentlich relativ easy. Und Taxifahren ist so saugünstig, dass man eigentlich manchmal laufen will. Kostet echt ein Taxi nichts als 1 Euro oder so für eigentlich 60 Kilometer oder so. Keine Ahnung. Richtig, richtig viel. Naja, jetzt geht's wieder nach Hause. Und ja, dann gucken wir mal weiter, was wir die nächsten Tage machen. Ein bisschen im Internet recherchieren und dann pennen.